Okay. Waar voor euch is genau vier? Ik. Nee, Ja. Super. Wer ist alles älter als vier? Ja. Ihr nicht. Also, wie alt bist du? Achti. Ja. Als ich achti war, hat mich ein Hund in den Daumen gebissen. Da sieht man noch die Narbe. Als ich achti war, bin ich das erste Mal vorgelaufen zu Hause. In den Gummistiefel mit dem Bischemann unter dem Mann. 3 Kilometer. Oh. Ich habe auch eine gute Geschichte von früher, als ich 4 war. Und die erzähle ich euch jetzt. Gut, dann spricht der Vater. Okay, dann mache ich gut. Dann bin ich Sophie. Ich bin 4. Nach dem Morgen sitze ich meistens noch in meinem Zimmer, in der Stube oder im Gang und spiele noch ein bisschen, bis ich in die Krippe gehe. Das ist mein Papi. Mein Papi sitzt am Morgen früh immer in der Küche, hört Musik und isst ein Gipfel. Und er hat es gar nicht gern, wenn es laut ist. Darum bin ich am Morgen immer ganz leise. Aber manchmal bin ich dann eben gleich laut. Und dann kommt er aus der Küche und schimpft mit mir. Aber dann kommt meine Mami und sagt, schimpf doch nicht, sie ist doch erst 4. Und sie wird sicher mal eine grosse Sängerin. So ist meine Mami. Sie ist die beste Mami von der ganzen Welt. Miss Mami liest am Morgen früh immer in die Zeitung und trinkt das Milchkaffee. Und sie hat es gar nicht gern, wenn ich ihre schönen roten Schuhe anlege. Darum probiere ich auch, sie nicht anzulegen, auch wenn sie so schön rot sind. Manchmal lege ich sie am Klug gleich aus Versehen mal an. Und wenn sie den hört, wenn ich mit den Absätzen so klappere, dann kommt sie aus der Küche und schimpft mit mir. Aber dann kommt mein Papi und sagt, schimpf doch nicht, sie ist doch erst 4. Und die roten Schuhe ist dann ihre ausgezeichnet. So ist mein Papi. Er ist der beste Papi von der ganzen Welt. Herr Brutzli! Herr Brutzli! Herr Brutzli ist mein Bär. In Nacht hat er gar keinen Namen, darum habe ich ihm einen gegeben. Aber eigentlich möchte ich ja lieber einen Hund. Aber wenn Mama und Papi immer arbeiten, bekomme ich keinen Hund. Und noch lieber möchte ich ein Ross. Aber ein Ross hat in unserer Stube gar keinen Platz, sagt der Papi. Dort steht schon der Fernseher. Hey, dann würde ich sofort gegen ein Ross eintauschen. Aber als Kind hast du ja überhaupt nichts zu sagen. So, und jetzt spielen wir. Kannst du den Morgen früh aus, dann müssen wir ein bisschen leiser üben. Aber nicht meine roten, ich habe das schon tausendmal gesagt. Tausend ist ein bisschen übertrieben. Es sind meine Lieblingsschuhe, die sind wahnsinnig teuer und sie sind kein Spielzeug. Stell es wieder an, ein bisschen gut. Doch eigentlich, der Papi musste kommen und sagen, schimpf doch nicht, sie ist doch erst 4. Die Frau hätte das Mami müssen sagen. Aber sie haben es beide nicht gesagt. Auf die Erwachsenen ist eigentlich kein Verlass. Hey. Tschüss, mein Schatz. Ich muss los. Wir sind zahlig. So, Sophie, komm, Schuhe anlegen, Jacke anlegen.
hast du wieder angeschossen? Weiß nicht. Hast du gestern überhaupt heimgenommen? Weiß nicht. Oh, hast du wieder unter das Bett geschmissen? Weiß nicht. Unter dem Bett ist sie nicht. Hast du sie dann gestern einmal aufgehängt? Weiß nicht. Du, Brunzi, wo hast du meine Jacke wieder angeschossen? Ich habe dir tausendmal gesagt, nein, tausend ist nicht übertrieben. Ist es nicht, ist es nicht, ist es nicht? Du hörst dir gar nicht zu und zur Strafe kommst du jetzt unter mein T-Shirt und darfst du erst wieder führen, wenn du versprichst, mir zu folgen, wenn du nicht mehr so frech bist. Mhm. So. Mama, darf ich Klasse? Im Badzimmer ist sie auch nicht. Kann ich Klasse haben? Nein, sicher nicht. Weißt du, erst am Nachmittag, wenn es ein bisschen wärmer ist, der Sommer ist vorbei. Hör mal, abgesehen davon hast du erst gerade zum Morgen gekommen. Okay, aber dann spielen wir Versteckis oder noch besser Fangis. Zuerst geht Sophie jetzt mal in die Krippe. Und am Nachmittag kommt ich den Papi abholen. Und dann können wir Fangis oder Versteckis machen. Ich will aber nicht in die Krippe. Ich will das Klasse essen, dann Versteckis machen und dann noch in den Zoo. Am Wochenende gehen wir in den Zoo. Zuerst gehen die Mami und der Papi jetzt mal arbeiten. Und Sophie geht schön brav krippen. Geh nicht in die Krippe. Gehst du doch. Geh ich nicht. 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 Gehst du doch. Ich will nicht in die Krippe, das ist so langweilig. Das hat so überhaupt nicht gestimmt. Krippe war überhaupt nicht langweilig. Ja, aber als ich viele war, habe ich das gesagt. Ich wollte doch auch mal recht haben. Ja, aber die Erwachsenen wollen auch immer recht haben. So, komm, so auf die Jacke anlegen. Herr Brunzli, lass bei deinen Spielsachen. Wir müssen jetzt wirklich los. Ich kann nicht los. Herr Brunzli muss erst deine Strafe absitzen, weil er nicht folgt. Die Erwachsenen sind so mühsam, sie verstehen überhaupt nichts. Ich verstehe überhaupt nicht, was das jetzt soll. Du lässt Herr Brunzli bei deinen Spielsachen und leist die Jacke an. Wir kommen bald in die Krippe, wenn du so weitermachst. Ich mache, was ich will. Und Herr Brunzli? Kommt mit. Und nachher bist du wieder verrückt, wenn die anderen Kinder auch mit dem Herr Brunzli spielen. Bin ich nicht? Bist du doch? Bin ich nicht? Bist du doch? Bist du doch? Bin ich nicht? Bist du doch? Bin ich nicht? Bist du doch? Ich habe überhaupt keine Lust auf die Krippe! Und du bist ein gemeiner Matzgeist. Oh, jetzt kommst du sofort in die Krippe oder dann bleibst du so lange in deinem Zimmer, bis du mir versprichst, wieder zu folgen. Ich bin doch erst 4. Altmarsch, Fräulein. Gut, dann bleibe ich halt in meinem Zimmer, bis ich 5 bin. Dann kann ich jetzt ja in die Krippe anrufen und sagen, es sei wieder ein Plätzchen frei geworden. Das ist so gemein! Ich wünsche, ich hätte jetzt anders Mami. Gute Idee, Sophie. Am besten gehst du jetzt gerade los und kaufst dir eine neue. Gute Idee, dann gehe ich jetzt in den Supermarkt und kaufe mir ein neues Mami. Kann ich mir Kopf beim Aussuchen helfen? Wenn es unbedingt sein muss. Gesagt ist gesagt. Und darum haben wir beide los müssen, eine neue Mama aussuchen. Excuse me, meine Tochter ist so ganz. Oh, das ist jetzt meine Sache. Excuse me, Verkäufer. Ich brauche etwas ganz Wichtiges. Können Sie mir das Mami verkaufen? Salami findest du gerade in der Excuse me, ich könnte nur bitte. Nein, kein Salami, eine Mutter. Futter für Katz findest du nicht. Ich muss den Hund keinen Betrag. Und ich könnte mir übrigens auch Aktionen kosten. Nein, eine neue Mama wollte ich kaufen. Ja, dann musst du halt ein bisschen deutlicher reden, Mai. Also, das Mädchen möchte etwas Neues für seine Mama kaufen. Nein. Ja, da haben wir doch kein Problem.
Im Supermarkt kannst du tausend Sachen kaufen, aber nichts Schitz. Das ist bei uns in meinem Markt, aber schon ganz anders. Wir haben zum Beispiel Duftkerzchen handgemacht. Oder für den Geburtstag von Mami haben wir frische Kräuterbäder. Oder da, Aktionbohnen aus der Büchse im Sechserpack für Nummer. Also Büchsebohnen zum Geburtstag. Etwas Süßes. Schoki. Mach dich und gib schlechte Zähne. Brauche ich nicht, eine Geschenkschachtel für Nummer. Nein, sie versteht mich einfach nicht. Kein Salami, kein Katzenfutter, kein Büchsebohnen, auch kein Brauche ich nicht. Ich will das neue Mami finden. Zur Erneuerung von deiner Mama hat er mal einen sagenhaften Fasten- und Entschlackungstisch. Dann machen wir das auch mit. Oder einen Antifalterkern. Vitamin A, B, C, D, E. Nein, lassen Sie mir doch mal zu. Ich will eine neue, frische Mutter. Frisches Biobst aus der Region? Lass mich nicht kämpfen. Nein, ich glaube, das ist kein Mutterladen. Aber hallo, das ist sehr wohl ein Mutterladen. Bei uns kann man alles kaufen. Komm in den Minimarkt, dort gibt es alles, was dein Herz begehrt. Aber keine Mutter. Dafür haben wir Toilettenpapier mit der Baby drauf. Schokomitoffer mit Geschmack. Frischkäse mit grünem Pfeffer. Zahnbürste mit tiefer Wirkung. Küchenmesser mit den rutschfesten Griffen. Tiefkühlerbsen mit den kleinen Herzen für rote Rüben. Und heute ganz speziell Aktion von uns für den Sechserpack. Nein, danke. Wieder schauen. Batterie hätte man auch gehabt. Nein. Ich helfe dir A4? Nein. A5? Nein. Lass doch in die Schule. Ja, tut mir leid, ich tue es, damit es kein neues Mami zum Kaufen. Sophie, was ist jetzt? Kommst du jetzt mit in die Krippen oder gehen wir jetzt wieder heim? Nein, so schnell gebe ich nicht auf. Gehen wir einfach in den nächsten Laden. Also gut, wo durch geht's? Dort durch. Mademoiselle, ich meine super duper mega fantastisch schön, Salon. Ich bin Frédéric und bei mir sind sie goldrichtig.